Liebe Studierende und Lehrende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als Vorsitzender des Stiftungsrates darf ich Sie recht herzlich zum Beginn des neuen Semesters grüßen. Es ist ein außergewöhnlicher Beginn und es wird wahrscheinlich auch ein außergewöhnliches Semester werden, das alle herausfordert. Ich darf schon jetzt allen danken, die sich einbringen und zu einem Gelingen unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie beitragen. Das, was für einen normalen Forschungs- und Lehrbetrieb so wichtig ist, wie zum Beispiel der direkte persönliche Austausch, der unmittelbare gemeinsame Diskurs, der unbeschränkte Zugang zu Orten und Räumlichkeiten, erscheint sehr reduziert. Man wird vieles anders und oder neu machen müssen, soll wissenschaftliches Arbeiten auch weiterhin angemessen möglich sein. Mir ist bewusst, dass es dabei mannigfache Herausforderungen zu bewältigen, Rückschläge in Kauf zu nehmen und Enttäuschungen zu verkraften gilt. Doch eines sollten wir über all dem nicht vergessen. Die jetzige Situation bietet für unsere Universität auch große Chancen. Zum einen ist da die Chance zur Weiterentwicklung. Krisenzeiten erschüttern eingefahrene Muster und Gleise. Das kann verunsichern, aber gleichzeitig Kreativität freisetzen, neue Perspektiven eröffnen und die Grenzen des Machbaren ins Weite hinaus verschieben. Zum anderen haben wir jetzt die Chance, in concreto zu zeigen, was es heißt, katholische Universität zu sein, und zwar eine Universität, die keinen und keine zurücklässt, in deren Umfeld man sich gegenseitig unterstützt und fördert, in der es Raum gibt, Ängste auszusprechen und Hoffnungen zu skizzieren, in der die Freude am Leben nicht unterzukriegen ist und in der Trauer ihren Platz, aber nicht das letzte Wort hat. Die katholische Universität kann jetzt zeigen, dass sie ein Ort der Solidarität ist, die hinausreicht bis zu den Menschen in ihrer näheren Umgebung und ebenso in der weiten Welt. Liebe Studierende, liebe Lehrende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in einer Zeit wie der jetzigen hat Ihre Arbeit und Ihr Einsatz größere Bedeutung denn je. Gerade wenn sich so manche Irrationalitäten und Verschwörungstheorien angesichts einer schwer beherrschbaren und überschaubaren Weltsituation ausbreiten, braucht es dringend die nüchterne, sachliche, argumentative Auseinandersetzung der Wissenschaftler mit der Welt. Gerade wenn Populisten und mancherlei Sturköpfe die Krise nutzen wollen, um die Welt immer enger zu machen, braucht es die engagierten Studierenden. Sie sind mit anderen ein wesentlicher Teil der Zukunft unserer Gesellschaft und es wird Ihre Aufgabe sein, die erworbenen Kompetenzen kritisch-konstruktiv in eine freiheitlich-demokratische Grundordnung einzubringen und sie so zu erhalten. Und in einer Zeit zuvor nicht gekannter Unübersichtlichkeiten helfen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und in den Hausdiensten mit, um sichere und übersichtliche Orte des Lernens, Arbeitens und Lebens zu bieten. Ich bin mir sicher, wenn wir alle zusammenhelfen und zusammenhalten, werden wir die jetzige Krise bewältigen. Und ich bin mir auch sicher, aus bewältigten Krisen geht man immer gestärkt hervor. Als Vorsitzender des Stiftungsrates verspreche ich Ihnen zusammen mit den Ratsmitgliedern alles uns Mögliche zu tun, dass Sie in Ihren Bemühungen gestützt und gestärkt werden. Sollten Sie für den Stiftungsrat diesbezügliche Anregungen und Wünsche haben, schreiben Sie mir bitte. Und wenn Sie den Eindruck haben, dass wir etwas falsch machen oder übersehen, helfen Sie uns bitte mit Ihrer Kritik, dass wir besser werden. Liebe Studierende, liebe Lehrende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erlauben Sie mir bitte zum Schluss noch ein Wort als katholischer Priester. Im Rahmen der katholischen Eucharistiefeier, also der zentralen katholischen gottesdienstlichen Form, gibt es ein mich persönlich immer wieder anrührendes Gebet zum Ritus des Mischens von Wasser und Wein im Kelch, wobei das Wasser als Zeichen für das Menschliche und der Wein als Zeichen für das Göttliche stehen. Es lautet: Wie sich das Wasser mit dem Wein verbindet zum göttlichen Zeichen, so gebe uns dieser Kelch Anteil an der Gottheit Jesu Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat.
Dieses Gebet mag für die einen oder anderen vielleicht etwas befremdlich klingen. Das macht nichts, denn es geht jetzt nicht um einzelne Worte oder liturgische Spezialfragen. Im Grunde bringt dieses Gebet eine tiefe menschliche Sehnsucht zum Ausdruck. Es ist die Sehnsucht, einerseits nicht alleine zu sein und andererseits nach einer Kraft und einer Stärke, die einem innewohnt und sich zugleich nicht nur auf sich selbst, auf die eigene Person und ihre Grenzen beschränkt. Für den gläubigen Menschen wird diese Sehnsucht im Vertrauen darauf gestillt, dass Gott einem immer nahe ist. Für Menschen, die sich mit dieser Vorstellung eher schwer tun oder sie für sich nicht kennen, gibt es ein gewisses Äquivalent. Es ist die Erfahrung, dass, wenn man nur das Seine tut, von woanders her, seien es die Mitmenschen oder der vielbeschworene Zufall, immer etwas dazukommt und man dadurch im positiven Sinne bereichert wird. Wie heißt das doch so schön? Nur wer aufhört zu kämpfen, der hat schon verloren. In diesem Sinne, packen wir es an, stellen wir uns unseren Aufgaben, leisten wir das Unsere und vertrauen wir darauf, der Rest, der notwendig ist, um erfolgreich zu sein, der wird dann schon auch noch kommen. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes, gesegnetes und vor allem gesundes Semester.